Ja, das Thema Sicherheit wird hier bei uns bei Pearl TV ganz, ganz groß geschrieben. Und spätestens nachdem wir das Profi-Lockpicking-Set vorgestellt haben, wissen wir alle, glaube ich, dass das Schlösserknacken jetzt nicht ganz so die große Herausforderung ist. Für uns Privatpersonen, die jetzt auch keinen bösen Hintergrund haben oder keine böse Intention. Wir machen das vielleicht für unser Tagebuch oder zum Beispiel für eine kleine Schatztruhe, die man mal auf dem Flohmarkt käuflich erwerbt. Wie ist das aber mit den Langfingern, mit den Bösewichten? Wenn wir das schon schaffen, mit unseren Lockpicking-Sets die Schlösser unserer Tagebücher zu öffnen, können Sie sich natürlich vorstellen, wie schnell das dann auch bei einem ganz normalen, regulären Schloss geht. Und deshalb möchten wir Ihnen die technisch innovativste Möglichkeit zeigen, jetzt Ihren Wohnraum einfach zu versperren bzw. zu öffnen. Und ich kann vor allem an dieser Stelle auch gleich sagen, wenn Sie so ein kleiner Chaot sind wie ich und gerne vielleicht auch mal den Schlüssel irgendwo liegen lassen, wird das auch Ihre Rettung und Erleichterung sein. Denn Lutz, du hast ja auch schon sehr, sehr böse Erfahrungen gemacht mit dem Ausschließen aus der eigenen Wohnung. Was hast du da nochmal bezahlt? 613 Euro. Willkommen im Club. Ja, 613 Euro. Und das war tagsüber. Das war nicht mal mit Nachtzuschlag. Das war kein Wochenende, kein Wochenendzuschlag. Ich war einfach nur in Eile. Wir wollten eigentlich langsam umziehen. So. Und dann in der Eile, Windstoß, Tür zu, von innen steckt noch der Schlüssel. Ja. 613 Euro. So, jetzt gucken wir doch mal ganz kurz da. 94,91 Euro. Haben Sie ja schon entdeckt? 94,91 Euro, das ist eine ganz andere Hausnummer, oder? Also da ist es doch wirklich definitiv günstiger, mal einmal richtig vorzubeugen. Und dann hat man dieses Gedöns nicht mehr. Weil, wie gesagt, es kann jedem passieren. Es ist also. Ich hätte auch gedacht, mir, nicht. Mir doch nicht, aber... Ist mir schon passiert. Mein Hund in der Wohnung eingeschlossen sogar. Passiert. So, passiert. Passiert. Es ist leider so. Aber es gibt Abhilfe. Also, es gibt Abhilfe. Und zwar richtig spaßige auch noch und einfache. Und das machen Sie einfach selbst. Schauen Sie sich das mal an. Das ist jetzt ein Austauschschließzylinder. Das heißt, das, was sich bei Ihnen in Ihrem Schloss befindet, das sieht auch haargenau so aus. Und das hier, das ist dieser bewegliche Teil, der öffnet dann letztendlich das, was die Tür versperrt, dieses bewegliche Teil in der Tür. Das heißt, das hier, dieses kleine Ding, auf das kommt es an. So, jetzt kann ich natürlich sagen, okay, ich habe da entweder einfach einen Griff dran, dann kann sich das permanent, wie nur bei einer Zimmertür zum Beispiel, permanent bewegen oder eben halt wie bei einer Haustür, nur mit Schlüssel. Schlüssel hat aber einen klassischen Nachteil, man braucht ihn. So einfach ist es. Aber hier, schauen Sie sich das mal an. Wenn Sie sagen, ich öffne meine Tür mit Zahlenkombination, dann brauche ich diesen Schlüssel eben nicht mehr. Ich brauche zwar die Zahlenkombination, aber das ist eben etwas, was nicht mal schnell von Ihnen steckt, wenn die Tür zufällt. Kann Ihnen beliebig oft zufallen, die Tür. Sie tippen einfach ein, also ich habe jetzt hier mal einen einfachen Code genommen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und entsperren. Sie hören die Bestätigung und schwupps, Sie sehen, jetzt kann ich dieses Teil hier bewegen und meine Tür öffnen. Von innen natürlich sowieso immer, jederzeit, das ist mal klar. Aber Sie merken halt, wie einfach das geht. Also einfach hier auf das Schlosssymbol eine beliebige von Ihnen vorher einprogrammierte Kombination eintippen, nochmal auf das Schlüsselsymbol und schwupps, wenn der Code richtig ist, können Sie die Tür öffnen. Jetzt kommen wir aber zu den Details und die sind nämlich jetzt das Entscheidende. Einerseits, was die Sicherheit betrifft, weil 1, 2, 3, 4, 5, 6 nehmen Sie natürlich jetzt nicht, auch nicht 6, 5, 4, 3, 2, 1, das ist klar. Das ist wie bei den Passwörtern bei Computer. Hier können Sie nämlich jetzt, Moment, ich muss mal nachschauen, 6 bis 12 Ziffern eingeben. Das heißt, eine 12-ziffrige Kombination. Wenn Sie das jetzt tatsächlich ausreizen, wäre das 12 zu 1 Billion Kombinationen. Ich habe mir das mal kurz aufgeschrieben. Das ist eine 1 mit 12 Nullen. So viele Kombinationsmöglichkeiten gibt es. Das heißt, da sind Sie selbst bei einem vierwöchigen Urlaub eher zurück aus dem Urlaub, als dass der Einbrecher da irgendwie rein zufällig da die entsprechende Kombination hätte. Eine 1 mit 12 Nullen. 1 Billion Kombinationen. So sicher ist das Ganze. Das ist mal das eine. Aber vor allen Dingen, es ist auch viel, viel praktischer. Denn
Wie gesagt, Schlüssel kann man verlieren, eine Zahlenkombination nicht. Jetzt können Sie aber auch nicht nur eine Zahlenkombination hier programmieren, sondern neben Ihrer eigenen persönlichen Master-PIN noch zusätzlich 9 weitere, also 10 Kombinationen insgesamt. Das heißt beispielsweise, jedes Familienmitglied, jeder Mitarbeiter, wenn Sie zum Beispiel an eine Firma denken, da haben wir ja auch in Buggingen zum Beispiel etliche Türen mit genau, das ist da auch aufgenommen, mit genau einem solchen Schloss. Das heißt, Sie können jedem Familienmitglied eine eigene Kombination zuweisen. Oder, und jetzt kommt der Kracher, auch temporär, weil einen Code kann ich natürlich auch wieder löschen. Das heißt, wenn Sie dann sagen, zum Beispiel klassischer Fall, wir fahren für 2 Wochen in Urlaub. Was passiert mit den Blumen? Also der Nachbar kriegt den Schlüssel, damit der die gießt. Oder vielleicht mal tagsüber nach der Katze oder dem Hund oder sonst irgendwas guckt. Ist aber natürlich vergänglich. Das heißt, wenn Sie aus dem Urlaub zurück sind, bekommen Sie Ihren Schlüssel zurück. Wer sagt Ihnen denn? Also ich will es nicht verschreien, anders formuliert. Man weiß ja nie so 1000-prozentig genau, ob da nicht vielleicht doch in Ihrer Abwesenheit eine Kopie von diesem Schlüssel erstellt worden ist. Man weiß es nicht. Man guckt den Leuten nur vom Kopf, wie es so schön heißt. Man weiß es einfach nicht. Ich bin da, vielleicht bin ich da ein bisschen übervorsichtig, aber lieber ein bisschen zu vorsichtig als ein bisschen zu lässig vielleicht mit der eigenen Sicherheit umgehen. Aber mit so einem Code, um darauf wieder zurückzukommen, den löschen Sie einfach. Dann wissen Sie 1000-prozentig genau, der kommt mir nicht mehr in die Wohnung. Also ist jetzt nicht böse gemeint, klingt härter, also, aber Sie wissen, was ich meine. Dass man einfach sagt, ich weiß ganz genau, der Nachbar nicht mehr. Oder wenn man sonst jemand, vielleicht mal ein paar Arbeiter, die Handwerker oder sonst irgendjemanden, Hausmeister vielleicht, um die Heizung abzulesen. Gehen Sie da auf Nummer sicher. Sie haben ja 1 Billion, bis zu 1 Billion Codes zur Auswahl. Einfach löschen, einen neuen anlegen. Und vor allen Dingen, Tipp noch an dieser Stelle, legen Sie ruhig mal 1, 2 als Reserve an. Weil, stellen Sie sich zum Beispiel mal vor, dass Sie in Urlaub sind und sagen, oh, Scheibenkleister, ich habe das Fenster vergessen im Bad, das steht noch auf Kipp. Ah, was macht man da? Man sitzt aber schon längst im Flieger oder auf Hawaii. So, also, einfach jemanden anrufen, telefonisch die Kombination, die man vorher angelegt hat, in Reserve durchgeben und sagen, du Heinz, kannst du mal kurz bei mir vorbei, das ist die 4711, und machst du mal kurz im Bad das Fenster zu? Das geht. 4711. Ja, ja, irgendeine Kombination. Sie wissen, was ich meine. Ich wollte jetzt nicht sagen, die 37895673659 10. Nein, das wäre ein bisschen kompliziert. So, also, Sie wissen, was ich meine. Einfach telefonisch durchgeben. Das geht mit einem Schlüssel nicht. Schlüssel faxen, einen Schlüssel per SMS verschicken, geht einfach nicht. Habe ich schon mal mit Diana gemacht. Hast du schon mal? Ja. Ja, aber per Post dann wahrscheinlich. 25 Euro, Express. Und wie lange hat es gedauert? Ein Tag. Aber so, ein Tag, wenn's jetzt aber das, hängen oder wenn's jetzt nicht aber hängen. Der Ofen an ist oder das Bügeleisen angelassen, so, zu spät. Da muss das zack, innerhalb von einer halben Stunde oder so muss das gegessen sein. Vor allem, das geht. Ich erinnere mich auch an ganz, ganz viele Situationen, zum Beispiel, wo ich als junges Mädchen damals noch zur Schule gegangen bin und dann beim Abitur ist mal eine Stunde ausgefallen oder sowas. Ich hätte eigentlich früher nach Hause kommen können, es war aber noch keiner da, weil alle arbeiten waren. Und wie Murphys Gesetz es möchte, ich habe einen Schlüssel vergessen. Ne? Dann steht man erstmal da und muss warten, bis dann jemand kommt. Und Sie haben wahrscheinlich auch schon so Streitfälle in der Familie gehabt, wo dann jemand einfach einen Schlüssel vergessen hat. Und deshalb müssen alle anderen Personen ja dann auch gleich viel mehr Aufwand betreiben, um dann quasi das Haus oder die Wohnung wieder aufzuschließen. Ja, so ist es. Und mein Gott, Kids, also ich als Teenager war ich ja auch so, man hat alles Mögliche im Kopf, natürlich nur nicht den Schlüssel. Also solange man den nicht festgebunden um den Hals vielleicht hat. Und selbst da kann man den ja noch verlieren. Bei mir war er dann klassischer irgendwo im Tornister dann doch, also nicht verloren, aber erstmal dachte man, er ist verloren und dann Panik, dann übersieht man ja gern auch mal sowas. Also die Sache mit dem Schlüssel ist schon ein bisschen hakelig. Das ist einfach, ja, Schlüssel ist schwierig, oder? Schlüssel ist vor allem schwierig im Bermuda-Dreieck-Handtasche, liebe Zuschauer. Auch da sagt mein Freund immer so schön, wenn ich dann den großen Reisekoffer mit habe, 3, 2, 1... Weg ist er. Ja, und es ist wirklich so. Also ich bin da auch ein Riesenfan von. Ich meine, ich kann mir natürlich auch Zahlen ganz gut merken, muss ich an dieser Stelle dazu sagen. Aber man könnte ja dann... Okay, dann testen wir doch mal, ohne hinzugucken, was ist die Bestellnummer von unserem Artikel hier? Weiß ich nicht. Weiß nur 94,91 Euro. 94,91 Euro ist korrekt. Ich habe ein fotografisches Gedächtnis. NX4349 und die 569, liebe okay, Zuschauer, Ihre Bestellnummer. Ich finde es wirklich sehr, sehr praktisch und sehr, sehr schön, dass es so eine Möglichkeit
Möglichkeit gibt. Ja. Und ich glaube vor allem auch, dass das gerade Menschen in einem gewissen Alter zum Beispiel auch eine Hilfe sein kann. Denn Lutz, ich denke, dass es viel, viel einfacher ist, gerade auch für ältere Menschen, sich das Geburtsdatum des Enkelchens zu merken, um jetzt quasi in die Wohnung reinzukommen, als dann jedes Mal an den Schlüssel zu denken, das Schlüsselloch zu finden und Co., oder? Ja, definitiv. Also gut, Schlüsselloch finden, klassischerweise hat man ja eine Beleuchtung da, jetzt nicht immer, aber meistens. Aber wie gesagt, das mit dem Schlüssel erstmal finden, wo ist er denn? Und dann auch wirklich nicht verloren zu haben. Und es gibt ja auch, möchte ich wetten, Tausende von Zuschauern jetzt in diesem Augenblick, die sagen, du, mir ist es schon mal passiert, Loch in der Hosentasche, Schlüssel war da drin, kompletter Schlüssel weg. Und dann steht man da und kommt nicht mal in die eigene Wohnung. Was macht man dann? Man ruft den Schlüsseldienst, bezahlt 613 Euro. Oder man bestellt eben halt so ein elektronisches Zahlentürschloss für, jetzt muss ich nochmal spicken, 94,91 Euro. Und dann ist der Käse gegessen. Das ist eben das Schöne hier. Das installiert man einmal. Und vor allen Dingen, das ist super schnell. Ich habe das ja auch mal ausprobiert. Sie erinnern sich vielleicht, wir hatten dieses Produkt mal vor einigen Monaten das letzte Mal auf Sendung. Und da habe ich das ja auch mal selbst live im Studio ausprobiert, weil ich gesagt habe, ich bin echt der GAU. Also, oder der DAU, wie es so schön heißt. Weil ich habe handwerklich nicht viel Erfahrung. Ich bin der Nerd. Programmiere Ihnen einen Computer, aber handwerklich, muss ich sagen, habe ich echt zwei linke Hände. Ich habe, glaube ich, 3 Minuten 40 oder irgendwie sowas gebraucht, um das alte Schloss auszubauen, weil das ist ja nur diese eine lange Schraube hier, die Sie da gerade sehen, die da gerade zurückgeschraubt wird. Diese eine lange Schraube einmal raus, dann eben halt mit dem Schlüssel das Schloss entfernen, nur dieses hier einbauen, wieder die lange Schraube rein und das war's. Also das ist wirklich... Lutz, uns rennt die Zeit weg. 40. Ja. Das Ganze kann man mit einer Zahlenkombination öffnen, aber auch mit den Transpondern. In dem Set für 94,91 Euro haben Sie wie viele Transponder schon dabei? Drei. Wenn Sie jetzt zusätzlich erweitern möchten, weil Sie zum Beispiel noch Enkel haben oder auch Kinder, die mal vorbeikommen könnten, können Sie jetzt auch gleich diese Transponderschlüssel für 7,51 Euro noch dazu bestellen. Ja, so sieht das Ganze dann aus, kommt dann so zu Ihnen nach Hause. Und wie das Ganze funktioniert, auch denkbar einfach. Das heißt also, auch hier wieder einfach einmal unten die Taste zum Aktivieren sozusagen drücken, dann einfach hier oben drauf. Sie haben die Bestätigung gehört und dann kann ich eben jetzt hier aufschließen. Sie sehen, jetzt kann ich das Ganze hier bewegen. Wir machen gleich auch noch mal die Probe aufs Exempel, wenn ich jetzt hier, Sie haben es gehört, so, jetzt bewegt sich das Ganze eben nicht mehr und dementsprechend, so, wenn er jetzt hier hält, Sie sehen, da ist jetzt kein Widerstand mehr. Da kann ich jetzt hier einfach drehen und drehen und drehen und da passiert dann nichts. Dementsprechend kann ich meine Tür nicht mehr aufschließen. Von innen machen wir auch noch mal die Gegenprobe hier. Da ist der Widerstand, das heißt von innen kann ich natürlich jederzeit ohne Schlüssel, ohne Kombination, ohne alles jederzeit öffnen. Das ist natürlich auch wichtig, falls jetzt mal, also, aber falls mal irgendwie Brand, irgendwas, Notfall, irgendwas sein sollte, muss man natürlich jederzeit auch sofort. Oder also man einfach mit dem Hund rausgehen möchte. So, und wie gesagt, den Schlüssel vergessen kannst du jetzt problemlos, weil du kommst ja mit deinem Code jederzeit rein. NX4350 und die 569. Hier für Sie in der Grafik nochmal beide Bestellnummern, damit Sie natürlich auch das Rundum-Sorglos-Set haben. Also einmal der Schließzylinder inklusive des Schlüssels mit der NX4349 und der 569 und Transponderschlüssel jetzt für 7,51 €, so viele dazu bestellen, wie Sie wünschen, mit der NX4350 und der 569. Im Basisset sind bereits drei Transponderschlüssel enthalten. Wie gesagt, wenn Sie 4 oder 5 haben möchten, dürfen Sie da gerne dann jetzt zugreifen mit der NX4350 und der 569 und noch weitere bestellen. Genau. Kurz noch die Anmerkung, bis zu 20 von diesen Transpondern insgesamt können Sie an einem Schloss betreiben, das sei noch gesagt. Bis zu 20 Stück, also 7,51 € für den Transponderschlüssel, liebe Zuschauer. Wir haben jetzt gleich aber auch noch, und da sehen wir es in der Grafik, einen weiteren Schließzylinder. Der ist jetzt wirklich Hightech Nonplusultra. Lutz, ich kenne das ja von meinem Smartphone. Da öffne ich quasi das Smartphone mit meinem Fingerabdruck. Mhm. Aber dass das jetzt auch wie bei Geheimagenten für die eigene Haustür geht, wusste ich nicht. Ja, bei uns ist es möglich. Willkommen in der Welt von Pearl TV. Weil hier gibt es eben halt, das sage ich ja immer, das ist eben das Einzigartige an unseren Pearl-Produkten. Das sind so Sachen, die findest du woanders nicht. Oder wenn, dann nicht zu solchen Preisen, wo man sagt, naja, kann man drüber nachdenken. Weil was ist natürlich noch besser, als dass man eine Zahlenkombination eingeben kann? Sie benutzen einfach Ihren Daumen oder Ihren Finger, was Ihnen da... Ich bleibe mal beim Daumen, um hier keine Gesten zu machen, die vielleicht unerwünscht sind. So, also einfach den Daumen nehmen und dann einmal hier unten wieder aktivieren, hier auf diesen Scanner legen, schwupps, und dann können Sie öffnen. Das ist der Hammer, finde ich, weil jetzt, es wird ja noch besser. Also hier einfach einmalig am Anfang hier
auflegen, dass der sie kennenlernt. Dann ein paar Mal, Sie kennen das wahrscheinlich auch von Ihrem Computer, ein paar Mal aus verschiedenen Winkeln, dass der auch wirklich oben, unten, links und rechts den kompletten Finger kennengelernt hat. So, und dann diese einmal unten drauf, einmal hier auflegen, schwupps, und die Tür ist entsperrt. Der Kracher ist, Sie können bis zu 999 solcher Fingerabdrücke hier speichern und scannen. Das heißt, gerade natürlich, wenn Sie sagen, wir sind eine etwas größere Familie, 20 Transponder, ha, da lachen wir doch nur drüber. So, oder eben halt 10 Zahlencodes, die man da anlegen kann bei unserem ersten Modell. Bis zu 999 Nutzer können Sie hier bekannt machen mit dieser Tür. Damit natürlich auch absolut ideal für Betriebe, für gewerbliche Nutzung, weil da hat man es ja dann ganz gerne auch mal, dass dann die Kollegen sagen, ah, jetzt liegt meine Karte. Manchmal gibt es ja diese Scannerkarten, Sie wissen, was ich meine, um irgendeine Security-Tür zu öffnen, habe ich gerade auf dem Schreibtisch gelassen oder ist in der Jacke und die Jacke hängt natürlich jetzt bei mir über dem Stuhl, weil es ist warm, habe ich nicht mit, läuft man wieder zurück, wieder hin. Finger, hat man immer mit dabei, also einfach wie gesagt, hier unten drauf drücken, einmal hier drauflegen und dann sagt er auch schon Open und dann kann ich eben halt hier jetzt das Ganze drehen. Sie sehen es, zack, auch hier wieder gleiches Funktionsprinzip. Und von drinnen haben wir natürlich auch wieder, das sieht jetzt hier auch ein bisschen spaciger nochmal aus, einfach hier drauf tippen und schwupps kann ich dann jetzt auch hier jederzeit von innen die Tür öffnen. Auch hier Installation, also das gleiche Funktionsprinzip. Ich hole nochmal das erste so ein bisschen daneben. So, Sie sehen das jetzt hier. Also Funktionsprinzip absolut identisch. Einmal nur eben per Ziffern, einmal mit dem Fingerabdruck. Und dementsprechend ist auch hier der Einbau genauso einfach. Also wie gesagt, ich als mit zwei linken Händen gerüsteter Mensch habe damit 3 Minuten 40 hier im Studio gebraucht. Das Einzige, was Sie benötigen, ist eben halt ein Schraubenzieher, um diese eine große Mittelschraube da zu platzieren. Und hier sehen wir übrigens auch nochmal das Innenleben mit diesen Batterien und allem drum und dran. Also wie gesagt, selbst wenn man sich ganz, 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 ganz ungeschickt anstellt, 10 Minuten, dann ist der Käse gegessen. Also wirklich, das ist ultimativ und ganz nebenbei natürlich auch für Gadget-Fans wie meiner einer ein gefundenes Fressen, weil das macht natürlich auch richtig Spaß und ist auch so ein bisschen, dass man, guck mal, bei uns wird die Tür mit dem Fingerabdruck geöffnet. Finde ich sehr futuristisch, finde ich sehr witzig. NX 4381 und die 569. Ich als Frau finde das einfach nur praktisch, wenn ich zum Beispiel auch mal wieder die Hände voll habe, nachdem ich für die gesamte Woche eingekauft habe und sage, Mensch, ich muss mal eben schnell die Tür öffnen. Ja, liebe Zuschauer, wir machen aber noch mal quasi einen kleinen Rückblick. Für 94,91 € hatten wir nämlich unseren elektrischen Türschließtransponder bzw. den Schließzylinder jetzt hier. Für 94,91 €, da ist die Nachfrage schon groß, Lutz. Ja, weil das natürlich ein Preis-Leistungs-Champion hier für 94,91 €. Also, Sie können hier insgesamt bis zu 10 Codes angeben, bekommen auch noch 3 von diesen Transpondern, von diesen kleinen Kärtchen, von diesen, kann man an Schlüsselbund hängen, von diesen kleinen schwarzen, ja, Trackern oder wie man es nennen will. 3 sind da gleich mit drin. Sie können bis zu 17 weitere, also insgesamt 20 mit Ihrer Tür bekannt machen. Das heißt 10 Codes, 20 Transponder, bis zu 30 Personen, die Ihre Tür hier öffnen können, wenn Sie mögen. NX4349 und die 569,94,91 €. Dann hatten wir die Transponder-Schlüssel, die man einzeln für 7,51 € noch erweiternd dazu bestellen kann. Mit der NX4350 und der 569. Und natürlich zu guter Letzt hier jetzt gerade das Nonplusultra für 189,91 € schon versandkostenfrei mit der NX4381 und der 569. Ja, das ist natürlich Komfort pur. Da braucht man gar nichts mehr, keinen Schlüssel, keinen Code, keinen Transponder, kein gar nichts, außer den eigenen Finger. Und man kann bis zu 999 Fingerabdrücke speichern. Also entweder, wenn Sie sagen, naja, bei mir sind es schon mal 10 Finger, die ich pro Person speichere, das geht natürlich auch. Oder Sie sagen eben halt, für jede Person ein Finger. Und damit kann ich dann mit meinem Fingerabdruck diese Tür hier öffnen. Ich finde das richtig spacig, futuristisch und macht ultimativ Spaß, muss ich sagen. Und nochmal, beide sind in wenigen Minuten installiert. Das kann wirklich jeder. Und das sage ich aus vollem Brustton der Überzeugung, weil wenn ich das schaffe, schaffen Sie das auch. Gerade hier der Türschließzylinder mit dem Fingerprint-Scanner ist natürlich auch was Feines für ältere Damen und Herren, die jetzt, wie gesagt, wir hatten es eben schon, vielleicht auch nicht mehr so ruhig mit der Hand sind, dass sie da Schwierigkeiten haben, zum Beispiel auch das Türschloss
zu finden, aufzuschließen, ist das einfach was Schönes, legt man den Finger auf und sofort wird die Tür entsperrt. Und man muss vor allem auch an nichts mehr denken, dass man sich irgendwo mitnimmt, umhängt oder ob irgendwo ein Durchzug in der Wohnung ist und man sich vielleicht beim Gassigehen mit dem Hund gleich ausschließt. Hier in die Leitung gehen und bestellen, so technisch innovativ und vor allem so kostengünstig, kann es jetzt sein, einfach mit Sicherheit nachzurüsten in den heimischen vier Wänden. Ob es jetzt unser Preis-Leistungs-Champion für 94,91 Euro mit den erweiterbaren Transpondern ist oder ob Sie sagen, Mensch, wenn schon, denn schon mit dem Fingerprint-Reader, dann gleich in die Leitung gehen und bestellen. Wir wünschen viel Spaß.